Die Ladestation, hervorragend. Warte mal, kann ich die vielleicht zufällig irgendwie so anbringen, dass man sie... Ja, hier, die machen wir mal unter den Fabricator, das ist auch schön. Das hatten wir auch noch nicht. Moin, und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero im Sea Truck Update. Und wir haben ja beim letzten Mal schon geguckt, was wir hier brauchen für den Sea Truck. Unglaubliche Mengen an Ressourcen, und zwar vor allem im Bereich des erweiterten Kabelsatzes. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mal versuchen, diesen erweiterten Kabelsatz Wahnsinn zu bekommen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal richtig ordentlich hier farmen jetzt an der Stelle. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Wir brauchen auch Glas, also mit Quarz brauchen wir Glas. Wir brauchen aber vor allem ganz viel Silber, weil wir müssen ja normale Kabelsätze herstellen. Ne? Das sind ja normale Kabelsätze erstmal, die man dann zu erweiterten Kabelsätzen umfunktioniert. Das heißt, wir brauchen viel Gold, wir brauchen auch viel Silber, wir brauchen viel, ja, diese Tischkorallenprobe. Wir müssen ja auch für jeden erweiterten Kabelsatz einen Mikrochip herstellen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Hier können wir nochmal scannen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Ah, doch, haben wir schon. Alles klar. So, dann habe ich mal hier drauf. Das ist gut. Kupfer ist gut. Kupfer brauchen wir auch ganz viel, denn wir müssen ja Kupferdraht herstellen. Wir haben zum Glück schon ein bisschen Kupfer. Auf jeden Fall. Ah. Hat der mich gerade angestupst? Der hat mich angestupst. Er hat mich gestupst. Ah, ich wollte ja auch noch zu dem Emergency Cage rüber. Ich erinnere mich, das wollten wir ja auch noch machen. Das können wir ja gleich mal machen noch. Blei, jawohl, Blei ist gut, Blei ist wichtig. Kupfer ist auch gut. Sehr gut, und... So, wie viel Platz habe ich noch? 3 Slots. Na gut, da gehen wir nochmal schnell zur Kapsel. Laden mal kurz ab, verarbeiten ein paar Sachen. Und dann werden wir mal rüber zum Emergency Cache gehen. Und dann schauen wir mal, was wir dort so Schönes finden. Da gibt es nämlich dann auch so Sachen wie Wasserflaschen und so. Die halten dann auch ein bisschen länger. Das ist gar nicht schlecht. Deswegen sollten wir das auf jeden Fall mal tun, dass wir da hingehen. So, jetzt nehme ich hier noch was mit. Kupfer, sehr gut. Da können wir Draht draus herstellen direkt. Wunderbar. So, dann gehen wir mal hier rein. Und stellen mal ein bisschen was her. Erstmal essen. Processing is complete. Ah ja. You will build me a new vessel. How? What kind of vessel? I have not granted you permissions for that information. I can't help you if you don't tell me. Which data formats do you accept? Words, mostly. I have added the information to your databank. Thank you. Listen, I need something to call you. We do not use words that way. I used to have a pet barwol. I called him Ketchup. Don't make me name you two. You may append my seed code to the species designation. You may call me Al An. I waited my whole life to meet a spacefaring alien. You're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No. No. Alan. It's perfect. Let me see about that vessel. Also wir sehen hier jetzt schon, jetzt kommt hier wieder der Hinweis, vielen Dank fürs Spielen von der Early Access Phase 1, Geschichte und Spielablauf sind jetzt sehr unvollständig. Wir sehen, da ist nicht wirklich viel jetzt in Sachen Story dazu gekommen. Es ist kein Story-Update, dieses März-Update, dieses Early Access-Update. Es ist definitiv erstmal nur ein Update für, ja, also für die Inhalte sozusagen, ne? Also für den Sea Truck und so, und dass halt das Biom, die Biome ein bisschen ausgestaltet werden, dafür war das Update jetzt halt primär da. Ich gehe aber schwer davon aus, dass spätestens beim Snow Fox Update, das dann im April kommen soll, dass dann auch wieder mehr Story kommt, weil dann verlagert sich ja auch so langsam die ganze Geschichte mehr an die Oberfläche. Und da wird es dann interessant, ne? Da geht es ja dann wirklich weiter. Da könnte man ja dann theoretisch zum Beispiel auch schon Jeffreys Location finden, wo er da verfolgt wurde von dem Eiswurm und so. Wobei der Eiswurm tatsächlich auch erst noch Spiel später kommt. Also der kommt noch nicht im April. Der kommt nochmal ein Update später. Also da fügt sich dann schon so einiges zusammen, ne? Wir können schon ahnen, wo die Reise so ein bisschen hingehen wird. Das ist schon ganz interessant eigentlich. So, jetzt sind wir beim Notversorgungslager, beim Emergency Stash. Und da gibt es natürlich den Kompass-Blueprint.
Genau. Medikits gibt's. Das ist gut. Hier haben wir noch eine Kiste. Eine Wasserflasche. Und hier drüben an dieser Kante. Genau, hier gibt's auch nochmal ein paar Kisten. Wasser, sehr gut. Essen, sehr gut. Und dann gehen wir mal schnell atmen. Nach oben an die Wasseroberfläche. Und nicht beklauen lassen hier. Hier sind nämlich schon wieder die Sea Monkeys unterwegs. Die kleinen Schweinchen. Die klauen einem sonst wieder die Sachen. So, ich gehe jetzt einfach mal hier in die Sea Monkey Höhle rein. Denn hier gibt es nämlich auch so Knubbel, die wertvolle Ressourcen enthalten können. Deswegen ist das ganz sinnvoll. Genau, Gold und so. Da brauchen wir ja dann doch auch wieder einiges für die Mikrochips. Und für die vereiterten Kabelsätze, ja. Silber brauchen wir auch, genau. Nice, wunderschön. Wunderprächtig, prächtig Wunder. Hier, genau, da, sehr gut. Gold, nice. Wow, diese rollenden Sternfische immer, das ist so geil. Hier unten. Wie er hier campt an der Pflanze und darauf wartet, dass jemand da hingeht, der einen Seegleiter hat. Wie er auf mich zutänzelt, kleines Schweinchen. Kleines Schweinchen, du willst mich beklauen. Ich weiß es genau. Ich sehe es in deinen Augen. Ich sehe es in euren Augen. Kann ich es sehen, dass ihr mich beklauen wollt? Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Ich lasse es nicht geschehen. Niemals nicht werden sie mich beklauen. Diese Sea Monkeys. Diese Seeaffen. Warum heißen die eigentlich nicht Seeaffen im Deutschen? Würde mich mal interessieren, warum hat man die Neridien genannt oder wie sie auch immer heißen mögen, wie sie auch immer ausgesprochen mögen. Wieso? Warum? Wieso? Weshalb? Also ich hätte sie ja Seeelstern genannt, ehrlich gesagt. Das hätte am besten gepasst. Also so rein von dem, was sie tun, hätte das am besten gepasst. So, ich mache jetzt mal ein paar von diesen Drop-Markierungen aus, denn die meisten davon sind schon nicht mehr so ganz up-to-date hier. Und den Emergency-Stash, den deaktivieren wir jetzt auch. Wir lassen mal nur die Markierung für die Raketeninsel und für die Rettungskapsel an. Das sind zwei gute Orientierungspunkte. Kann man machen. So, wir brauchen, also wir haben, was haben wir jetzt? Brauchen mehr Silber. Müssen mehr von diesen dunkelgrauen Sandsteinablagerungen aufklopfen. Ja, nicht von diesen hier, aber da mache ich jetzt auch mal welche auf. Müssen mal in die Twisty Bridges hier. Da müsste es eigentlich welche geben. Kupfer ist auch gut, genau. Hier, warte mal, die können wir auch gleich mal mitnehmen. Tischkorallen. Da müssen wir, glaube ich, mindestens zwei ernten. Licht, Licht. Oh Gott, das war knapp, glaube ich. Der wollte mir beinahe die Füße wegknabbern, der kleine Sack. Einfach so wollte er das machen. Dabei habe ich ihm das gar nicht erlaubt. So, hier ist doch Silber drin, oder? Jawohl. Silber! Auch mehr davon. Mehr Silber. Oh, meine Batterie ist ja leer. Ah, nein. Habe ich noch? Ah, ich habe natürlich keine mehr. Scheiße. Okay, dann sollte ich auf jeden Fall mal auftauchen. Wir müssen Batterien machen. Ganz dringend. Oder eine Ladestation. Eins von beiden. Da wir noch keine Base gebaut haben, wird das mit der Ladestation wohl erstmal nichts. Nimm die Teile, genau. Sehr schön. Oh nein, ich kann nicht wegschwimmen. Okay, er hat irgendwas anderes gesehen und ist dahin geschwommen. Sehr gut. So mag ich meine Knallfische. Verwirrt und nicht gefährlich. Nein, Silbererz. Warte mal, da werfen wir mal lieber das weg und holen uns das Silbererz. Das ist wichtiger. Oh nein, ich bin so langsam. Es fällt immer schneller. Ja, ich hab's. Oh nein, habe ich das? Ist das das, was ich denke, was ich gehört habe? Ich glaube ja, aber irgendwie... Irgendwie ist er abgedreht und nicht explodiert. Der Knallfroschfisch. Der alte Knallfrosch. Sag mal, haben die Twisty Bridges nochmal ein bisschen twistiger gemacht? Also die sehen irgendwie noch twistiger aus als früher, wenn ich mir das jetzt hier so angucke.
Irgendwie, ne? Also es sind ein bisschen ein paar mehr Bögen noch dazu gekommen. Aber ich kann mir jetzt auch einbilden, ehrlich gesagt. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber es sieht irgendwie noch schnörkeliger aus hier, wenn man so drüber schwimmt. Wenn man so drüber hinweg schwimmt hier. So, wir müssen mal Ausschau halten nach den Batteriepflanzen. Aber ich habe jetzt eh keinen Platz mehr im Inventar. Wir müssen mal wieder was verarbeiten. Vielleicht können wir jetzt... Wir können jetzt, glaube ich, schon die ersten Mikrochips herstellen. Und wir können jetzt auch die ersten Kabelsätze machen. Wie gesagt, mit dem Ziel, die Seebahn zu craften. Damit wir hier ein Fahrzeug haben. Also dieser Blueprint von den Kosten her ist deutlich aufwendiger als die Seemotte, wenn ich das mal sagen darf. Die Seemotte ist ja dagegen easy zu bekommen. So, machen wir schon mal hier den, genau. Und noch einen. Und dann machen wir... Hatten wir jetzt schon den Barren hergestellt eigentlich? Ja, hatten wir. Dann schiebe ich das jetzt hier mal rein. So, dann nehmen wir uns mal hier die Kupferdrähte raus. Das Gold auch. Und dann können wir da draus schon mal Mikrochips herstellen. Genau, den brauchen wir nämlich hier für die vereiterten Kabelsätze. Jetzt mache ich erstmal die Mikrochips, bevor wir die Kabelsätze herstellen. Dann werden wir nämlich die Tischkorallen auch los. Jetzt haben wir sogar noch genug Gold für einen, für zwei erweiterte Kabelsätze. Sehr gut. Herrlich, so jetzt fehlt Gold. Alles klar. Schieben wir das mal hier rein. Und wir brauchen dringend Batterien. Ganz, ganz, ganz wahnsinnig dringend brauchen wir Batterien. Wir haben eine Batteriepflanze noch. Geh ich mal raus. Wir brauchen diese Batteriepflanzen. Wo sind die Batteriepflanzen? Bitte mehr Batteriepflanzen. Dankeschön. Batteriepflanzen! Zeigt euch Batteriepflanzen! Ich glaube, da muss ich in die Twisty Bridges ganz nach unten tauchen. Und das ohne Seegleiter, der funktioniert. Man soll eben doch wirklich gleich am Anfang so einen richtigen großen Batterieschwung herstellen. Das sieht cool aus. Hat was Gruseliges, aber sieht cool aus. Boah, wie es plötzlich komplett dunkel geworden ist gerade, oder? War plötzlich komplett schwarz alles. Faszinierend. So, jetzt wird's lustig. Jetzt müssen wir hier unter Lebensgefahr Batteriepflanzen suchen. Ich höre es schon knurren hinter mir. Batteriepflanzen! Warte mal, da unten... Die Kiste haben wir noch nicht aufgemacht, oder? Ist das der Rebreather zufällig? Da sind Batteriepflanzen. Ich glaube, das ist der Rebreather. Ja, den müssen wir mal dringend machen. Dann können wir auch länger auf solchen Tiefen bleiben. Sauber hier, guck mal, richtig viele Batteriepflanzen. So muss das sein. Was ist das hier? Eine Batteriepflanze. Oh, scheiße. Oh, oh. Der wird mich erwischen. Oder auch nicht. Ich befürchtete es schon, dass er mich erwischt. Jetzt erwischt mich aber gleich die Luftknappheit. Ich muss auftauchen. Nicht ersticken. Also ja, ich finde das schon ziemlich krass, dass man für den Triebkopf von der Seebahn so viel Ressourcen braucht. Also es ist schon ganz schön... Eine ganz schöne Ansage, muss man mal sagen. Also da muss man schon ganz schön viel stricken für, dass man das bekommt. Dass man das machen kann. So, jetzt müssen wir erstmal, wie gesagt, Batterien machen. Und dann können wir hier wieder ein bisschen länger rumschwimmen. Und rumtauchen. Kann ich eigentlich ein Ladegerät in mein Habitat da einbauen? Was brauche ich eigentlich für ein Ladegerät? Was muss man dafür haben? Für ein Batterieladegerät brauche ich Kupferdraht, Kabelsatz und Titan. Hey, das ist gar nicht so schwer zu kriegen. Muss ich jetzt mal festhalten an der Stelle. Mal ein paar Fische mitnehmen. Brauchen auch ein bisschen was zu trinken und zu essen. Ja, schwimm zu mir, komm. Scheiße. Ja.
Ja, ich weiß, wenn ich Tools aus der Hand lege, den Tipp kriege ich auch voll auf. Wenn ich Tools aus der Hand lege, dann bin ich schneller im Wasser. Das sagen mir ganz viele mal ganz oft, aber ach, ich weiß auch nicht. Manchmal vergesse ich das einfach, die wegzulegen. Und so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht. Also ob ich jetzt so schnell bin oder so schnell bin, das ist jetzt nicht so wahnsinnig groß der Unterschied. Das sind vielleicht ein paar Minuten bei einer längeren Strecke, die das ausmacht. Vielleicht ein oder zwei Minuten. Aber ansonsten so richtig wahnsinnig schneller ist man da jetzt auch nicht. Richtig deutlich schneller ist man mit dem Seegleiter, wenn er eine Batterie hat, was er gerade nicht hat. Was hat gerade Plönk gemacht? Irgendwas hat Plönk gemacht. So, also Batteries. Ach ja, wir haben jetzt kein Kupfer, oder? Müssen wir erstmal wieder Kupfer finden, glaube ich. Sonst können wir das ja gar nicht machen. Muss aber gleich noch mal in den Schrank gucken. Ich glaube, ich brauche ja nur ein Kupfer für eine Batterie, oder? Und zwei von den Pflanzen? Ich meine schon. Braten! Jawohl! So. Ja, wir haben passenderweise nur noch einmal Kupfer. Sehr schön. Oder auch nicht. Battery! Gut, da können wir erstmal den Seegleiter wieder aufladen. Ganz wichtig. So, jetzt heißt es Kupfer suchen, Gold und überhaupt. Alles. Kupfer, Gold und alles. Am besten wir schwimmen mal hier zu den... Hier, Schloten. Zu den Vulkanschloten. Ich glaube, das ist schlauer, weil da finden wir auch Gold und sowas. Und wir brauchen ja auch noch Gold in großen Mengen. Damit wir hier die Kabelsätze machen können, die erweiterten. Die vereiterten Kabelsätze müssen wir ja herstellen. Ja, ein bisschen an die Wände gucken, ob da Knubbel sind. Okay, hier sind die Vents, alles klar. Und da sind auch schon... Jawohl, die Knubbel, die brauchen wir noch einmal... Blei brauchen wir auch noch einmal. Natürlich finde ich jetzt nur Titan, hallo? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Mann. Ah, Kupfer, sehr gut. Sollten wir jetzt exorbitant viel Titan finden, werde ich mir einfach nochmal eine Base, eine schnelle aufbauen. An irgendeiner Stelle. Mal gucken, wo. Am besten irgendwie zentral. Also gar nicht so sehr da in den Deep Twisty Bridges, sondern, oh, eher so ein bisschen zentraler gelegen. Warum finde ich kein Blei? Bitteschön, was soll das? Gold finde ich, okay. Blei, sehr gut. Das ist das letzte Blei, was wir brauchen. Gold, nein, ich muss Titan wegwerfen. Wo ist es jetzt hin? Hier, nicht in den Abfluss. Nicht in den Abfluss reinfallen jetzt, okay. Wir haben wieder genug Zeug, dann fahren wir wieder zurück. Oh, warte mal, wie viel Titan habe ich? Warte mal, können wir zufällig eine Base bauen schon? Also einen Hauptraum? Dann baue ich den nämlich gleich hier. Das ist ja relativ zentral. Wir kommen hier oben drauf einfach. Ich meine, es ist jetzt nicht die besonders schöne Umgebung, aber... Ja, guck mal, das passt doch. Schön ist es jetzt nicht hier, aber immerhin. Da können wir zumindest hier... an einem zentralen Punkt auf der Map unsere Batterien aufladen. Naja, Quarz fehlt, okay. Sollte doch aber leicht zu finden sein hier, oder? Wächst Quarz denn hier eigentlich? War denn das? Gibt's hier... Ah, Seebahnfragment. Gibt's hier Quarz? Also hier in dem Biom? Hier gibt's aber Quarz. Hier muss es welches geben. Wir brauchen ja nicht viel, wir brauchen nur zwei Einheiten. Obwohl, Strom brauchen wir auch. Wie ich jetzt doch anfange, eine Base zu bauen. Es ist eben doch gar nicht so sinnlos, eine Base zu haben, ne? Alleine nur für den Zweck, um die Batterien aufzuladen. Und die Energiezellen für die Seebahn müssen wir ja auch aufladen. Die müssen ja auch geladen werden. So, Quarz, 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 wo bist du? Die haben wirklich die Spawnrate vom Quarz reduziert. Ich hätte jetzt schon in den alten Versionen hätte ich jetzt schon eine halbe Tonne Quarz
Wenn ich alles aufsammeln würde, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Hier ist Quarz. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Quarz, 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 Quarz. Da hinten. Ne, ist ein Diamant hier, oder? Ah ne, ist Quarz. Sah erst aus wie ein Diamant von weitem. So, nehmen wir das hier noch mit. Wir müssen auch noch Solarpaneele machen. Hier hören wir auch mal ein bisschen drauf rumklopfen. Genau, im Zweifel ist Titan drin, dass wir nicht mehr aufnehmen können. Alles klar. So, jetzt habe ich natürlich mich wieder 30.000 Mal gedreht. Und im Zweifel weiß ich jetzt wieder nicht, wo ich mich aufgebaut habe. Es muss aber irgendwo nahe der Wasseroberfläche gewesen sein. Und irgendwo da zwischen den Schloten, das kann nicht schwer zu finden sein. So schwer zu finden sein kann das nicht. Und ich sollte auch ein Fenster in die Base einbauen. Ah, da ist es schon. Weil dann sehe ich die nämlich von allen Seiten schon aus 100 Kilometern Entfernung. Denn die Fenster sind ja durchs Wasser sichtbar, lustigerweise. So, wir sehen jetzt hier auch nochmal, das Tauchdock ist am Start. Ja, also man kann ein Tauchdock bauen. So, dann brauchen wir hier noch ein so ein Ding. Korrekt. Und damit haben wir Saft. So, jetzt. Welcome aboard, Captain. Power restored. All primary systems online. Jetzt brauchen wir nochmal Quarz und Kupfer für einen Fabrikadinsky. Und dann haben wir's. So, Kupfer, komm. Jawohl, einmal Kupfer. Und jetzt nochmal Quarz. Und Quarz, da gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter links lang hier. Und dann können wir nochmal ausprobieren. Oh, jetzt wäre ich beinahe den Rock Puncher. Ja, der hat schon nach mir geschlagen, ey. Dann können wir ja mal ausprobieren, ob wir so ein Pinguin-Baby jetzt in der Base ablegen können. Das ist so eine Mission, die ich unbedingt noch erfüllen muss, bevor ich hier, ne, irgendwas anderes tue. Bevor ich eine Seebahn mache. Wir brauchen unbedingt mal so ein Pinguin in der Base. Das war, glaube ich, sehr knapp gerade. Der war ziemlich dicht hinter mir. Boah. Alles knurrt mich hier an. Alles will mich essen. Alles und jeder will mich essen. Das Quarz. So. Habe ich noch eine Markierungsboje dabei eigentlich? Ich glaube schon. Dann sollte ich die mal benutzen. Benutzt die immer nicht. Quarz. So. Links von der Rocket Island Markierung, genau. Also einfach hier hoch jetzt. Genau, genau, genau. Ist hier zufällig Kupfer drin? Ja, ist es. Ja, ja, ja. Ich brauche das nicht und das. Wie ich hier lauter Ressourcen mal wegschmeiße. Ey, voll die Verschwendung. Voll in Verschwenderhausen leben wir hier, ey. Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt mal gucken. Wo ist sie? Da ist sie. Ich habe es am Solarpanel erkannt. Am Solarpanel. Gut. Dann können wir jetzt zumindest schon mal den machen. Den Fabricator. Sauber. Und daran könnten wir jetzt natürlich Dinge craften. Ich baue ja aber trotzdem erstmal noch einen Schrank auf. Dann können wir Sachen storen. So, dann bräuchten wir dringend das Ding hier. Kabelsatz, Kupferdraht und Titan. Kabelsatz. Kupferdraht haben wir jetzt hier leider nicht. Da brauchen wir noch einmal Kupfer. Das ist leider nur Titan. Kupfer. Ah, hier sehen wir auch die neuen Korallen, die sich hier in den... Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist das Titan, was ich vorhin abfallen gelassen habe. Herrlich. Hier sehen wir jetzt die Korallen, die sich hier in den Canyons jetzt befinden. Diese riesigen Korallen, die so ein bisschen aussehen wie so China-Morchelpilze, so ein bisschen. Was ist das? Ach ja, das ist das Seebahnfragment.
finde das cool, dass das leuchtet, dass man das von Weitem sehen kann. Das macht es leicht, die zu finden. Für blinde Menschen ist das ganz gut. So Leute wie mich, die nichts sehen. Die blind durch die Welt schwimmen, tauchen. So, dann haben wir hier einen Verschluss. Wir brauchen Kupfer. Ja, mehr Kupfer. Mehr Kupfer. Gib mir mehr Kupfer. Inventar voll. Ah, okay, jetzt schnell zurück. Ich habe auch noch dieses Nereiden-Ei. Ich muss das alles mal in den Schrank packen. Ich muss unbedingt hier dieses Ei wegpacken. Und wenn wir dann noch ein bisschen Kupfer über haben, müssen wir noch Batterien herstellen. Alles wichtig. Alles ganz, ganz wichtig. Ich kann auch mal trinken. Also ich glaube, die Base muss ich gar nicht markieren. Die kann ich eigentlich recht leicht wiederfinden, oder? Also bisher habe ich da keine großen Schwierigkeiten irgendwie. So. Also Kupferdraht. Und jetzt machen wir, genau, die Ladestation. Hervorragend. Warte mal, kann ich die vielleicht zufällig irgendwie so anbringen, dass wir sie... Ja, hier, die machen wir mal unter den Fabricator. Das ist auch schön. Das hatten wir auch noch nicht. Hatten wir jetzt die leere Batterie noch dabei? Nee, ne? Okay, warte, dann packen wir hier das Ei rein. Und eine Batterie machen wir mal noch. Genau. Und dann machen wir mal die Teile hier rein. Genau. Warte mal. Moment. Können wir zufällig mit einmal Glas, kann ich da eine Scheibe machen? Gucken. Ja. Mach mal das mal. Genau. Das sieht man zwar nichts, weil es dunkel ist draußen, aber immerhin. Gut, was können wir denn noch machen? Eine Energiezellen-Ladestation, aber da braucht man wieder so einen Kabelsatz, so einen großen. Das ist also nicht so schlau. Ich hole mir jetzt mal was. Ich hole mir jetzt nochmal so ein kleines Pinguin-Baby. Ich muss mehr Babys aufheben. Ich muss mehr Babys anfassen und aufheben. Das habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen, ja, für die Zukunft, dass ich einfach mehr Babys aufhebe und mitnehme. So, das ist einfach wichtig. Man muss immer pro Folge eigentlich muss ich mindestens ein Baby aufheben. Und dann will ich mal gucken, ob ich das absetzen kann in der Base. Ja, ob wir die Babys mitnehmen können sozusagen. Das will ich wissen. Babys? 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 Nein. Kein Babys? Ah, hier wird's interessant. Babys! Ich habe es! Schnell zurück. Nee, Moment, wir schwimmen erstmal darüber. Wir holen mal ein paar Sachen aus der Base rüber. Dann können wir nämlich das direkt vercraften, das Zeug. Dann verlassen wir jetzt da diese Rettungskapsel. Das ist schlauer. Ich habe ein Baby im Gepäck. Baby on board. La, 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 la. So, rein da. Moment. Genau, das Blei brauchen wir. Glas brauchen wir. Barren, das. Die leere Batterie zum Aufladen, das. Ah, das geht nicht mehr. Das war's. Und ab zur Base. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube ja fast, dass das nicht geht, dass man das Baby absetzen kann. Weil, wenn es in der Rettungskapsel nicht geht, warum sollte es in meiner Base gehen? Nur weil da mehr Platz ist? Hm. Das ist jetzt die große Frage zum Abschluss dieser Folge. Können wir das Baby absetzen? Das Pinguin-Baby. Können wir es hinsetzen? Können wir es in die Base stellen? Oh, das wäre so cool. Stellt euch mal vor, ihr könntet den ganzen Raum mit diesen Pinglings vollstellen. Das wäre so super. Ein Pingling-Raum. Ich bin dafür. Das muss unbedingt reingepatcht werden, wenn das nicht geht. Aber sowas von. Ich will diese Pinglings drin haben in der Base. Eine Pingling-Base. Und wenn man dann noch näher reiten... da rein platzieren kann, dann ist alles perfekt.
Also hier die Meridian. Die, ihr wisst, wie, welche ich meine. Die Sea Monkeys. Ich sag einfach Sea Monkeys. Das andere Wort werde ich nicht lernen. So. Aha, Pinkling. Nein, es geht nicht. Dieser Gegenstand kann hier nicht reingelassen werden. Benutze statt des Vorratsbehälter. Ich kann ihn doch nicht. Kann ihn doch nicht in einen Vorratsbehälter machen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Gesundheit. Ah, oh Mann. Kann man die jetzt eigentlich braten mittlerweile? Nee, das wäre zu brutal auch. Also, kann ich den? Ich kann ihn wirklich in den Schrank packen? Ernsthaft? Warum? Warum kann ich ihn in den Schrank packen? Warum kann ich ihn nicht einfach hier hinstellen? Ah. In den Schrank kann man sie wieder packen, weißt du? Weißt du? Das kann einfach nicht wahr sein. Weißt du hier. Und so. So, machen wir noch einen Kabelsatz draus. Haben wir wenigstens noch etwas geleistet hier. Genau, wir haben jetzt 3 Kabelsätze, 3 vereiterte. Nochmal ein Kupferdraht haben wir auch. Warte mal. Brauchen ja noch einen Computerchip, ne? Fällt mir mal so auf. Wir brauchen noch mehr Tischkorallen. Denn für einen Chip brauche ich 2, genau. Gut. Das machen wir dann noch. Aber, meine lieben Freunde, ihr ahnt es schon. Das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Denn in dieser Folge ist diese Folge zu Ende. Und zwar noch in dieser Folge. Der absolute Hammer. Jetzt haben wir doch eine Base gebaut, aber am Ende des Tages ist es eben doch recht nützlich, eine zu haben. Man kann es nicht anders sagen, insbesondere schon alleine wegen den Batterieladestationen, die man jetzt machen kann. Der absolute Wahnsinn. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Subnautica Below Zero. Bis dann, ciao, ciao.